Raus aus der Defensive, wie Siemens die Energiewende voranbringt, heißt Ihr Vortrag. Herzlich willkommen, Professor Armin Schnettler. The Livestream is yours. Ja, herzlichen Dank, Frau Springfeld, für die netten, freundlichen Worte zur Einleitung. Ich habe keine richtige Folienschlacht mitgebracht, sondern möchte einfach mit Ihnen teilen, warum wir als Siemens Energy grüne Moleküle plötzlich in den Vordergrund stellen oder zumindest zur Seite stellen dem klassischen Geschäft. Jetzt habe ich schon das erste neue Wort gebracht, Siemens Energy. Wir sind seit dem 28.09. ja an der Börse in Frankfurt gelistet und tragen noch den schönen Namen Siemens mit uns, sind aber eine unabhängige Company. Und die Überschrift hier auf der Folie, die Sie im Hintergrund sehen, ist fängt an mit Hydrogen. Also im Prinzip mit Molekülen und insbesondere grüne Moleküle. Das ist eigentlich meine Passion und auch mein Beruf jetzt in diesem neuen Unternehmen. Ich verantworte bei Siemens Energy das Wasserstoffgeschäft. Warum? Wenn wir über Energiewende reden, dann reden wir üblicherweise über erneuerbare Energien und dann insbesondere über die Dekarbonisierung der elektrifizierten Welt. Und die ist heute ungefähr 20-25% des Endenergieverbrauchs. Das ist das, was wir auf der Folie links zur Dekarbonisierung of Energy bezeichnen. Das wird wachsen. Also der Elektrifizierungsanteil, der geht vielleicht hoch auf 40, vielleicht 50% maximal. Aber mehr wird sehr, sehr schwierig zu erreichen sein. Das bedeutet aber, dass neben den Stoffströmen über 50% des Endenergieverbrauchs für grüne Moleküle zur Verfügung stehen. Und das ist der Grund, warum wir als Siemens Energy neben das klassische Geschäft, also Power Generation, Oil and Gas oder Industrial Applications, wie wir es heute nennen, warum wir da eine Einheit gesetzt haben, die sich heute nennt New Energy Business. Warum? Weil wir heute am Anfang einer Hydrogen Economy stehen. Und es ist immer ganz wichtig, das am Rand oder am Anfang zu stellen. Denn manchmal ist ganz wichtig, wenn man industriell unterwegs ist, warum man etwas macht. Dann redet man darüber, was man macht. Da komme ich jetzt dazu. Und was wir dazu brauchen, das How, so ein bisschen das, was hier auf der Folie ganz rechts steht, das Regulatory Framework. Was brauchen wir denn von der Politik? Also wie kann uns die Politik helfen und das gerade in diesen Zeiten? Fangen wir mal mit dem zweiten Thema an, Sektorkoppling. Was machen wir eigentlich? Wir sehen als Unternehmen nicht nur den Markt des grünen Wasserstoffs, der wachsen wird, heute quasi null, obwohl man ungefähr 70 Millionen Tonnen an Wasserstoff hier weltweit verwendet. Das wird hochgehen. Man erwartet in den nächsten 30 Jahren, 40 Jahren ein Wachstum mehrere 100%, also 500 Millionen Tonnen werden teilweise auch genannt. Das bedeutet, wir reden über sogenannte Large-Scale-Applikationen. Das heißt also große Elektrolyseanlagen um grünen Wasserstoff, und das ist das, was ich im Fokus habe, werden das Ziel sein. Wenn wir über neue Märkte reden, dann sind die Märkte eher dezentral. Das, was heute in Pilotanlagen draußen ist, das ist so die 1-Megawatt-Klasse. Das wird quasi verschwinden, höchstens mal so zum Spielen. Ganz am Anfang wird das dann noch da sein. Aber das Dezentrale wird eher in Richtung, sag mal, Tankstellengeschäft für Schwerlastverkehr, für Züge, wird eher so im Bereich 10 bis 20 Megawatt. Also wenn wir über elektrische Leistungen reden und Output, sind das dann, was weiß ich, 200 bis 400 Kilogramm von Wasserstoff, oder das Faktor mal 10 oder 11, wenn man über Non-Kubikmeter redet, als Output. Also das ist eher das dezentrale Kleine. Wir sehen aber Märkte gerade in der Größenordnung 100, 200 bis 300 Megawatt für Industrieanlagen und dann für Raffinerien, für Stahlwerke, für den Export. Wenn wir über Australien, Mittleren Osten, Nordwestafrika, Südamerika denken, dann reden wir über Gigawatt. Und das sehen wir nicht nur im Markt, sondern das sehen wir auch letztendlich bei unseren Produkten. In den letzten Jahren, wenn ich mal eine Dekade zurückschaue und dann in die Zukunft projiziere, alle 4 bis 5 Jahre hat sich die Anschlussleistung, das Power Rating um den Faktor 10 erhöht. Vor 10 Jahren waren wir so im Bereich 100 Kilowatt Anschlussleistung, vor 5 Jahren bei 1 Megawatt. Heute bei 10 Megawatt, und wir sind gerade in Projekten sehr intensiv unterwegs und verhandeln 100 Megawatt Projekte, sind in Diskussion und in der Entwicklung
für Elektrolyseanlagen, die bis in den Gigawatt hineingehen. Das ist ein ganz neues Feld und bedeutet aber, dass wir irgendwann, wir reden jetzt nicht über Deutschland, wir reden ja auch hier bei dieser Veranstaltung eben über Kraftstoffe, und Kraftstoffe sehe ich, oder die Mobilität sehe ich, als einen ganz wesentlich, vielleicht auch so den ersten größeren Anwendungsfall für eben diese grünen Moleküle, weil es ein sehr großer Markt darstellt per se und die Zahlungsbereitschaft relativ hoch ist. Diese beiden Rahmenbedingungen sind ganz wesentlich für einen Markthochlauf, den man sowohl auf der Erzeugungsseite benötigt, wie auch auf der technologischen, und Abnehmermarkt ist dadurch gegeben. Ja, wenn die Regulatorik steht, dann kommen wir dann gleich noch dazu. Das Thema RED II, Renewable Energy Directive, wurde ja gerade schon genannt. Das sind ganz wesentliche Voraussetzungen und wurde auch Anfang der Woche in Berlin in einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss, dann in der Politik also auch schon intensiv diskutiert, durchaus auch konträr, je nachdem, mit welchem Bundesministerium Sie reden. Warum reden wir nicht nur über Wasserstoff, sondern eben grüne Moleküle, Derivate vom Wasserstoff, also Methanol, grüne Fuels? Zum einen, weil sich Wasserstoff relativ unglücklich oder relativ schwer transportieren lässt im Vergleich zu Flüssigkeiten. Gasförmiger Wasserstoff hat eine geringere Energiedichte. Das heißt, ich muss ihn komprimieren, stark runterkühlen, zu verflüssigen, oder eben ich arbeite direkt daran, dass ich aus dem Wasserstoff dann lokal dann beispielsweise Ammoniak herstelle oder eben Methanol oder dann lokal vielleicht auch daraus grüne Kraftstoffe und transportiere die dann über die Weltmeere zu den Verbrauchern. Und da sehe ich Europa als ganz, ganz wichtigen Markt und Deutschland natürlich als unseren Heimmarkt. Was machen wir als Siemens Energy? Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab mit unseren Technologien und Lösungen. Wir haben mit der Siemens Gamesa Renewable Energy haben wir im Prinzip den Weltmarktführer im Offshore-Wind. Das heißt, die grünen Elektronen sind letztendlich das, was wir sehr gut beherrschen. Wir haben das klassische Netzgeschäft, also unseren Transmission-Bereich. Das heißt, solche großen Anlagen müssen natürlich auch entsprechend integriert werden. Ich verantworte bei Siemens Energy das Wasserstoffgeschäft, und dann kommt irgendwann mal Wasserstoff raus zu einer bestimmten Qualität und Druckstufe. Und mit unseren Partnern arbeiten wir daran, über entsprechende Synthesen dann das herzustellen, auch möglichst kosteneffizient und kostengünstig, was der Verbraucher benötigt. Das kann sein direkt der Wasserstoff, das kann sein im Prinzip ein flüssiger Energieträger, das kann aber auch sein, ein synthetischer Kraftstoff ist natürlich auch ein Energieträger, aber eben in den unterschiedlichen Applikationen. Das ist das, was wir angehen, und das, was wir als unser Ziel gesehen haben, also neben den Elektronen, grün aus dem Wind, letztendlich auch die grünen Moleküle, und das ist natürlich Wasserstoff und die Derivate. So, kommen wir vielleicht zum dritten oder letzten Punkt, Regulatory Framework haben wir es genannt. Stand heute ist grüner Wasserstoff oder Derivate nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, wir brauchen einmal entsprechend nachhaltige Märkte, und das ist im Prinzip ist das, da ist die Politik gefragt, und in Deutschland oder in Europa eine möglichst schnelle Umsetzung der Renewable Energy Directive 2, RED II. Das schafft letztendlich eine Nachfrage, und wenn Sie die Nachfrage gesichert haben, also den Offtaker, wie wir es nennen, dann sind große Projekte auch bankable, also wirtschaftlich auch darstellbar sein. Und dann können wir endlich diese Projekte auch umsetzen. Wenn ich sage Projekte, in Deutschland wollen wir einige Projekte realisieren, die in den 100-Megawatt-Bereich dann auch gehen. Also das ist der wesentliche Punkt, was wir auf keinen Fall anstreben dürfen. Und ich denke, das ist auch hier Grundlage der anderen Diskussion, die Sie führen, ist ein Subventionsmarkt, den wir mit dem EEG, also Erneuerbare Energiengesetz, leider geschaffen haben. Es war sicherlich gut, das zu stimulieren, aber wir müssen es heute anders machen. Das heißt, die Politik ist hier gefragt und dann wir als Industrieunternehmen natürlich auch. Es gilt dann zu möglichst niedrigen Kosten, und da meine ich jetzt nicht einen Elektrolyseur an sich, sondern Gesamtkosten, also Total Cost of Ownership der Anlagen, aber auch Levelized Cost of Hydrogen, also im Prinzip die Gestehungskosten für einen Verbraucher oder deren Derivate, müssen wir letztendlich in den Griff bekommen. Das ist etwas, das ist unsere Aufgabe. Alle sind gefragt, die Politik,
wir als Industrieunternehmen und als Gemeinschaft und hier die hier Anwesenden sicherlich auch und am Ende natürlich auch der Verbraucher, denn Zahlungsbereitschaft ist sicherlich ein Punkt. Wir brauchen es aber für zur Rettung dieser Erde. Das wär's. Dann habe ich meine 10 Minuten, glaube ich, einigermaßen gehalten, Frau Springfeld, und freue mich auf Ihre Fragen oder wie auch immer. Danke. Ja, ich freue mich immer, wenn sich jemand an die Zeit hält. Vielen lieben Dank, Herr Schnettler. Sie haben gerade von den großen Produktionsanlagen gesprochen. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gemacht haben. Ich habe es gemacht. Und wenn man Siemens Energy sich mal bei Wikipedia anguckt, dann stehen Sie dort als Energieerzeuger. Sie sind Experte für die Energieübertragung und Industrielösung. Wenn Sie jetzt über diese großen Anlagen sprechen, in welchem dieser Bereiche sehen Sie sich denn dann als diejenigen, die die Anlagen bauen und wem anders hinstellen? Sehen Sie sich selbst als Produzent dieser grünen Moleküle? Wo ist da sozusagen der Fokus? Das ist natürlich zeitabhängig. Also wir bieten diese Anlagen natürlich für jede Applikation an. Der Fokus ist, und das ist auch der Fokus der Technologieentwicklung heute und der Projektentwicklung, ist, diese Anlage kostengünstig und zuverlässig im Large Scale, wie wir es nennen, also jetzt im dreistelligen Megawatt-Bereich, zu entwickeln, hinzustellen und dann durch unsere Kunden betreiben zu lassen. Ich will aber nicht ausschließen, dass man mit Partnern oder vielleicht auch mal allein in Zukunft solche Anlagen dann als BOOT oder BOT-Modelle dann betreibt. Aber unser Fokus heute ist, diese Anlagen zu akzeptablen Kosten mit einer hohen Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen. Bereits die ersten Zuschauerfragen. Eine lautet: Wie kann Wasserstoff aus Sicht von Siemens über große Strecken am besten transportiert werden? Flüssigwasserstoff, Ammoniak, Methanol, E-Fuels oder LOHC? Alle? Fragezeichen. Ja, natürlich alle. LOHC sicherlich, wenn ich mit dem letzten anfange, ist die jüngste Technologie. Da wird sich zeigen, ob sich das als Transportmedium durchsetzt. Im kürzeren Bereich, also Kurzstreckenbereich, sicherlich als komprimierter Wasserstoff. Und alles andere wird dann davon abhängig, in welcher Region dieser Welt ich Wasserstoff erzeuge. Wenn ich in einem Bereich bin, in dem ich sehr abseits bin und den Wasserstoff dann runterkühlen muss oder verflüssigen muss, sage ich es mal anders, dann muss die elektrische Energie sehr billig sein. Je niedriger die Energiekosten, umso mehr Optionen habe ich. Habe ich beispielsweise eine CO2-Quelle zur Verfügung, dann würde ich den Pfad billige Energie, elektrische Energie plus CO2 plus Wasserstoff, würde ich den Methanol-Pfad gehen oder Methanol to Gasoline. Habe ich das nicht zur Verfügung, habe ich immer noch die Möglichkeit, über Stickstoff Ammoniak herzustellen, den zu transportieren. Das ist je nach Region in dieser Welt, ist das unterschiedlich. Es wird nicht die eine Lösung geben, sondern eher je nach regionalen Gegebenheiten. Ammoniak ist sicherlich ein Thema, aber auch Methanol. Wir hatten es in der letzten Frage schon ganz zu Ende einmal ganz kurz angesprochen. Da wird gebeten, dass ich da nochmal nachhake. Sehen Sie Einsatzmöglichkeiten von LOHC? Wenn ja, wo? Da müssen Sie den Herrn Teichmann fragen. Also LOHC ist für mich halt eine Maßnahme oder eine Möglichkeit, Wasserstoff anzubinden und dann zu transportieren. Wir entscheiden danach, was ist die wettbewerbsfähigste Situation oder Lösung. Und dann brauche ich mich nicht auf eine Lösung festzulegen. LOHC ist sicherlich eine interessante Technologie. Ich sitze gerade in Erlangen, ist auch nicht weit weg von mir, aber hat sicherlich den Nimbus noch, dass es noch relativ neu ist. Dann kommt die Frage aus, welche Elektrolyse-Technologien werden denn von Siemens fokussiert? Alkalisch, PEM, Hochtemperatur oder legen Sie sich da noch nicht fest? Na, das ist ganz einfach. Also wir fokussieren auf die PEM-Technologie. Wir sehen uns da auch sehr gut gewappnet und auch als Vorreiter. Wir sind diejenigen, die die größte industrielle Erfahrung haben, also in der großskaligen Elektrolyse. Generell kann ich aber auch sagen, wir sind technologieoffen. Wenn wir sehen sollten, dass sich andere Technologien schnell entwickeln oder unsere eigenen Weiterentwicklungen Vorteile zeigen, würden wir da natürlich auch uns anders orientieren. Aber ganz klar PEM. Sie haben vorhin gesagt, die Zahlungsbereitschaft für grünen Wasserstoff sei da. Haben Sie da Studien? Wissen Sie, wo da so ungefähr die Zahlungsbereitschaft liegt? Jeden Preis können Sie ja sicherlich auch nicht fordern. Nein, natürlich nicht. Wenn Sie heute an die Wasserstofftankstelle gehen und wir haben hier bei uns auch ein Wasserstofffahrzeug, Sie sind ja noch rar gesät, dann können Sie dann, ich sag mal, Preise erzielen an der Tankstelle, wohlgemerkt, ne, nicht Gestehungskosten,
die so im Bereich 7, 8, 9, vielleicht auch 10 Euro das Kilogramm liegen. Es gibt Länder auf dieser Erde, da ist Wasserstoff ein sehr kostbares Gut, weil dieser importiert wird. Da haben sie auch 10 Euro pro Kilogramm als Marktpreis. Aber wir gehen ganz klar in Richtung grauen Wasserstoff. Und grauer Wasserstoff liegt in der Größenordnung von, ich sag mal, 1,5 bis 2,5 Euro das Kilogramm. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass grauer Wasserstoff plus CO2-Abgabe, die ja steigen wird, dass das der Zielpreis für grünen Wasserstoff der Zukunft sein wird. Herr Schnettler, vielen lieben Dank für all Ihre Einblicke und liebe Grüße.